Schießen ist klasse, Laufen ist auch okay, aber wer holt die ganzen Bälle? Herzlich willkommen zu dem Projekt Fußballroboter. Viele Fußballer kennen das Problem, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, trainieren sie alleine auf dem großen Fußballplatz. Wenn man dann Freistöße trainiert und die Bälle irgendwo auf dem Fußballplatz rumliegen, hat man das Problem, dass man sie wieder einsammeln muss. Das dauert Zeit und ist dadurch nicht sehr effektiv und man verliert dadurch schnell die Motivation. Unser Fußballroboter baut sich auf einem Hoverboard. Was dieses Hoverboard ist und wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Das hier ist ein zweites Hoverboard. Man hat links und rechts zwei Pedale, auf die werden die Füße draufgestellt. Und jetzt kann ich den Winkel des Hoverboards verändern, indem ich zum Beispiel meine Zehen vorne runterdrücke und das Hoverboard fährt nach vorne. Mache ich das Ganze mit meinen Hacken, fährt das Hoverboard nach hinten. So kann ich dann auch lenken, nach links und nach rechts. Und das Problem oder die Herausforderung, die wir jetzt hatten, war, dass das Hoverboard nicht das Gleichgewicht gehalten hat von dem Menschen, der da drauf steht, sondern dass das der Mensch ist, der die ganze Zeit am Regeln ist und die ganze Zeit probiert, das Hoverboard mittig unter dem Körperschwerpunkt zu halten. Wie wird unser Fußballroboter gesteuert? Wir haben hier auf beiden Seiten, links und rechts, zwei Zahnstangen. Und diese Zahnstangen können wir durch einen Elektromotor nach vorne und nach hinten fahren lassen. Dadurch verändert sich hier unten jetzt auch der Winkel des Hoverboards. Und das Hoverboard dreht sich oder fährt nach vorne bzw. nach hinten. Hier unten an den Rädern haben wir Tachogeneratoren. Diese zeigen uns die Geschwindigkeit des Hoverboardrades an. Das funktioniert so, dass hier bei dem Elektromotor eine Spannung ankommt, wenn das Rad fährt. Und diese Spannung ist proportional zu der Geschwindigkeit. Hier haben wir unsere Schnittstelle des Fußballroboters. Das ist einfach die WLAN-Verbindung zum Computer. Und an diese WLAN-Verbindung sind dann auch alle Motoren, die gesteuert werden müssen, oder auch die Tachogeneratoren angeschlossen. Hier haben wir unsere Kamera und das Bild von der Kamera bekommen wir direkt auf den Computer in das Programm geliefert. Das hier ist unsere Ballaufnahme. Diese Ballaufnahme nimmt dann die Bälle auf, welche auf dem Fußballplatz rumlagen. Das Ganze funktioniert so, dass wir hier eine Schranke installiert haben. Diese Schranke wird durch diese Stange hier bewegt und dieser Hebel wird dann durch einen Elektromotor angetrieben. Die Schranke wird hochgefahren, wenn Bälle aufgenommen werden sollen und der Fußballroboter vorfährt, und sie wird runtergefahren, wenn sich Bälle in der Ballaufnahme befinden, damit diese nicht rausrollen. Da natürlich immer wieder neue Programme in unseren Fußballroboter integriert wurden, kam es dazu, dass wir auch immer mehr Fehler hatten, die zum Beispiel bewirkt haben, dass Sachen beim Fußballroboter nicht funktioniert haben. Deswegen haben wir jetzt ein Programm programmiert, welches alle Funktionen einmal durchtestet des Fußballroboters, um sich selbst damit kontrollieren zu lassen. Wenn ich das Ganze jetzt starte, wird die Zahnstange erstmal in die Ausgangsposition zurückgezogen. Dann wird hier unsere Schranke hoch und runter gefahren und geguckt, ob das Ganze funktioniert. Im nächsten Schritt wird jetzt gleich hier unsere Zahnstange kalibriert. Das heißt, sie wird so lange nach vorne geschoben, bis auf der Seite das Rad anfängt zu rollen. Wenn das passiert, wird die Zahnstange so weit zurückgezogen, dass das Hoverboardrad auf der Seite nicht mehr rollt. Das ist einfach dazu wichtig, dass wir wissen, beide Zahnstangen auf beiden Seiten sind gleich weit weg von dem Moment, wo auf deren Seite das Hoverboard losfährt und der Fußballroboter gleichmäßig gerade vorwärts fahren kann. Ich hatte ja erwähnt, dass unsere Kamera ein Bild auf den Computer direkt liefert. Das Ganze können wir hier sehen. Wenn ich die Kamera einschalte, sehen wir hier auf dem Computer das Kamerabild.
Über das Kamerabild ist ein Koordinatensystem drüber gelegt. Und jetzt lege ich einmal einen Fußball in das Koordinatensystem oder in das Bild rein. Und wir können sehen, dass der Ball einmal erkannt wurde. Deswegen ist er grün umkringelt. Und hier rechts sehen wir die Koordinaten des Balles in diesem Koordinatensystem bei minus 17 und 56. Das zeigt uns genau den Mittelpunkt des Balles an. Um unsere Programme ein bisschen besser zu verstehen, erkläre ich Ihnen jetzt einmal das Programm Direction, also die Richtungssteuerung, dass der Ball immer mittig vor der Kamera des Fußballroboters gehalten wird. Es funktioniert so, dass hier die X-Koordinate des Balles ins Programm geschrieben wird, hier in diese Variable. Und dann wird geguckt, ist diese Variable kleiner, gleich oder größer 0. Je nachdem, was der Fall ist, dreht sich der Fußballroboter nach links, bleibt mittig stehen oder dreht sich nach rechts, um den Ball mittig vor seinem Blickfeld zu bekommen. Ich bin jetzt einmal auf unser Hauptprogramm rübergegangen, welches auch dafür sorgt, dass die Fußbälle auf dem Fußballplatz eingesammelt werden. Ich starte das Programm jetzt einmal und wir sehen, erstmal wird wieder die Schranke getestet, ob die funktioniert. Im nächsten Schritt richtet sich der Roboter mit dem Richtungsprogramm mittig auf den Ball aus. Sobald das der Fall ist, wird unsere Schranke hochgefahren. Der Fußballroboter fährt ein Stückchen nach vorne. Da er sich bei dem nach vorne fahren immer ein Stückchen aus der Richtung des Balles wegbewegt, also ein Stückchen verdreht, wird im nächsten Schritt wieder das Richtungsprogramm durchlaufen, um den Ball wieder mittig vor die Kamera zu bekommen. Dann fährt der Fußballroboter wieder ein Stückchen vorwärts, um den Ball einzusammeln. Das Ganze geschieht jetzt natürlich noch relativ langsam, aber wir sind da stark dran und wir sind überzeugt davon, dass das Ganze viel schneller geht, da das Hoverboard eine Maximalgeschwindigkeit auch von 15 km/h hat und damit lässt sich arbeiten. Es stellt sich natürlich jetzt hier auch die Frage, in welcher Reihenfolge die Fußbälle eingesammelt werden. Damit haben wir uns auch beschäftigt und das Ganze machen wir mit einem Python-Programm, rechnen wir die Reihenfolge der Bälle aus und damit werden die Fußbälle dann in der richtigen Reihenfolge angefahren, um eine Wegoptimierung zu haben und den kürzesten Weg immer zu fahren. Der Fußballroboter kann natürlich auch mehrere Bälle einsammeln. Und die Bälle, die er gerade nicht in seinem Blickfeld hat, fährt er so an, dass er immer ein Stückchen nach links fährt, also immer kleine Schritte nach links, sich weiterdreht, um nach Fußbällen zu suchen. Das Ganze bei unserer Programmierung und der Entwicklung des Fußballroboters lief auch nicht alles so einfach, wie man sich das vorstellen könnte. Es gab auch viele Tiefs und wir hatten mehrere Crashs mit unserem Fußballroboter, wo dann wirklich hier zum Beispiel auch mal die Stangen abgebrochen sind oder die ganze Ballaufnahme einfach kaputt war. Auch alleine bei der Richtungssteuerung hatten wir drei wesentliche Programme. Das erste Programm hat nur dafür gesorgt, dass der Fußball, also das Richtungsprogramm sorgt ja dafür, dass der Ball immer mittig vor der Kamera ist. Und das erste Richtungsprogramm lief nur so ab, dass die Stange immer weiter nach vorne geschoben wurde, so weit, bis der Fußball mittig im Blickfeld der Kamera liegt. Da kam es aber auch oft dazu, dass der Fußballroboter übergeschwungen ist. Das kann ich einmal so jetzt gut hier darstellen, dass es dazu gekommen ist, dass der Fußballroboter sich einfach gedreht hat. Und dann ist er so übergeschwungen, dass er den Fußball nicht mehr in seinem Sichtfeld hatte. Das ist natürlich ein Problem, weil der Roboter dann den Ball nicht mehr sieht. Der zweite Schritt war also, dass wir das Ganze so lösen wollten, dass wir dem hier zum Beispiel nur noch zwei kleine Impulse geben, dass er sich nicht mehr so mega schnell dreht und sobald er in Bewegung ist, nicht noch schneller werden muss in der Drehung. Das Ganze hat schon viel besser funktioniert und der Fußballroboter ist viel seltener übergeschwungen und hat den Ball aus seinem Sichtfeld verloren. Allerdings gab es selten auch mal wieder trotzdem Ausreißer. Nach langer Überlegung hatten wir dann unsere
kamen wir auf unsere dritte Idee. Und die dritte Idee war es, dass wir dem Programm sagen, der Fußballroboter soll sich nur mit einer maximalen Geschwindigkeit drehen. Und sobald er diese Geschwindigkeit überschritten hat, also wenn er sich jetzt so dreht, aber schon schneller ist, als wir es gesagt haben, wie er sich drehen soll, soll er diese Stange schon wieder ein Stückchen zurückziehen und den Fußballroboter in der Drehung so abstoppen, dass er nicht zu schnell auf den Ball zudreht. Dadurch hatten wir dieses Problem dann gelöst und der Ball wurde immer mittig in dem Sichtfeld erkannt und der Ball wurde immer so angefahren, dass er mittig im Sichtfeld der Kamera liegt. Unsere weiteren Schritte des Fußballroboters sind zum einen, dass wir ihn natürlich auf zwei Rädern fahren lassen wollen. Denn das sieht einfach sehr abgefahren aus und ist einfach ein cooles Feature, was er hat. Denn jetzt gerade lassen wir ihn ja noch mit drei Rädern fahren, weil die Regelung einfach jetzt schon sehr komplex ist. Der zweite Punkt ist, dass wir uns um eine neue Bildauswertung kümmern, die wir in Python programmieren mit Hilfe von einem Studenten. Und diese Bildauswertung erkennt dann mehrere Bälle gleichzeitig in dem Bild. Zudem haben wir den Vorteil, dass wir die Bildauswertung verbessern und keine anderen Sachen, die eigentlich gar keine Fußbälle sind, als Bälle in dem Programm erkannt werden. Denn man muss sagen, die Bildauswertung von RoboPro ist nicht sehr gut, denn zum einen wird nur ein Ball erkannt und oftmals ist es so, dass einfach Dinge, die keine Fußbälle sind, als Fußball erkannt werden. An der neuen Bildauswertung sind wir natürlich sehr stark dran. Man kann hier schon sehen, dass zwei Bälle der fünf Bälle erkannt werden. Das Ganze wird umso besser und die Bälle werden umso besser erkannt, desto mehr Bälle wir in das Python-Programm einlesen lassen, denn das Ganze funktioniert mit Artificial Intelligence und umso mehr Bälle eingelesen werden, desto besser funktioniert das Programm auch, denn mit diesen neuen Bildern trainiert man das Programm sozusagen. Hier rechts können wir auch schon sehen, hier haben wir die einzelnen Koordinaten dann der Bälle, mit denen wir dann auch im RoboPro-Programm direkt weiterarbeiten können. Das war jetzt die Vorstellung des Fußballroboters. Und wir sind wirklich überzeugt davon, dass in diesem Fußballroboter sehr viel Potenzial steckt und er bald auch auf dem Fußballplatz zu sehen sein wird.